Hallo meine Freunde, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt, heute mal mit Brustgurt. Aber ich sehe richtig geil aus. Ja, aber jetzt nicht, weil ich geil aussehe, sondern weil ich mich hier mit allem heute bewaffnet habe. Und ganz besonders freue ich mich auf den Einsatz dieses neuen Spaten, den ich jetzt hier auf dieser Wiese sondern werde. Hier habe ich mal im Sommer sogar schon gesondert, hier in dem Bereich. Und da habe ich lauter Euro-Münzen gefunden. Wir sind in der Nähe von so einem Biergarten und ich glaube, da stand früher eine Kinderhüpfburg oder so ein Kinderland. Ich habe es jetzt nicht auf Euro-Münzen direkt aus, aber würde ein paar mitnehmen. Kann man nämlich perfekt in Automaten schmeißen. Denen ist es nämlich egal, ob die schon schwarz oxidiert sind. Geld ist Geld. Na gut. Spaten. Einsatz, genau. Und beim ersten Fund oder Signal oder wenn ich Bock habe, schalte ich euch wieder ein. Bis gleich. Also bis jetzt zwei Müllsignale. Ein so ein kleines Stück Blech und noch so was anderes. Ihr hört es jetzt nicht, weil ich Kopfhörer auf habe. Aber hier sind auch nur. Es bricht alles ab. Es hört sich für mich zu sehr nach Eisen an. Das ist ein schönes, lautes. Das könnte eine Euro-Münze sein. Schon wieder geht rein wie Butter, der neue Spaten. Da lassen wir auch keine Spuren. Machen wir ein schönes Viereck. Zack. Schauen wir mal, könnt ihr damit rein schon? Das geht ja wunderbar. Ich befürchte, mit dem Brustgurt ist es nicht so optimal. Aha, jetzt bist du das. Toll. Ist das Blech? Ah. Von der Uhr. Ich sehe das jetzt schon. Das ist das Ziffernblatt von einer Swatch. Wo sehe ich es, was hier drauf steht? Ah, kriege ich da einen Zoom? Kann ich sowas zoomen? Nee, der Fokus hier von dieser Osmo ist nicht der beste. Aber die ist ja auch nicht für sowas geeignet. Ja, ist wahrscheinlich das Einzige, was übrig geblieben ist. Tun wir mal mitnehmen. Ist hier noch was drin? Ich glaube nicht. Nächstes Signal. Hier eins, das schreit mich wirklich an. Bam, bam. Irgendwie groß, mir fast zu groß. Aber ich buddel's, weil es so schön laut ist. Ja. In dem Video hat er euch mal gesagt, wir nehmen doch einen großen Spaten. Und ich habe gesagt, im Wald macht das keinen Sinn. Da habe ich mir gedacht, deswegen gehe ich mal wieder außerhalb von Wäldern, sondern weil es einfach schonender ist. So, und was ist jetzt hier so groß? Scheint hier das weiter drüben zu sein. Machen wir einfach nochmal einen zweiten Stich hier. Das macht es einfacher. So. Geil! Aha, schade. Die ist gebrochen hier, gell? Eine schöne Axt. Leider gebrochen, ist da das andere Teil noch. Schade. Aber gut. Die werde ich jetzt mal hier an den Baum legen und beim Rückweg mitnehmen. Nehmen wir wieder mit, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das ist. Schau mal. Bist du das schon? Hier sind so viele Fliegen, und alle fliegen ins Maul. Okay. Horseshoe halber. Halbes Glück schon mal. Zwei. Machen wir beide. Das ist doch so schleimig hier schon wieder alles. Und die ganzen Fliegen. Hätte ich doch nur
meine Kippen dabei. So, dann nehmen wir uns gleich mal hier raus hier. So. Aha, wahrscheinlich bist du das schon. Bist du ein Knopf oder ein Bierdeckel? Hoppala. Sieht es nicht so spektakulär aus. Hier sind die ganzen echte Tiere, die Lärm machen und ich bekomme Panik. Ja. Sieht irgendwie einfach nach einem Deckel aus. Hier ist nichts mehr hier. Ich bin im Game, 20 Cent. Ich bin noch nicht 50 Cent. Ich bin schon mal 20 Cent. Okay, und die Cents, wo tue ich die jetzt hin? Hier einfach in meiner Jackentasche. Die erste Münze. Schlechter Stundenlohn, aber hier geht es ja erst los mit dem Münzgebiet. Und dann schauen wir mal. Ja, es ist eine Deutschmark. Ich nehme sie auf jeden Fall mit, zeige ich euch später nochmal. Die gute alte DM. Ja, jetzt bin ich nochmal so 100, 150 Meter einfach querfeldein in den Wald. Ich weiß mal auch nicht, das geht immer so Plätze im Wald, da zieht es mich dann hin. Und zum Beispiel hier jetzt mit diesem ganzen Moos und den jetzt so mittelalten Fichten, also jetzt nicht so absolute Stangerl. Ist irgendwie schön hier. Jetzt bräuchte ich noch einen Platz zum Hinsetzen. Dann habe ich nämlich einen Tee dabei. Trinke ich jetzt mal einen Schluck. Ich juckt's überall von diesen komischen kleinen Viechern. Naja, und bis auf eine Mark, 20 Cent, ein gebrochenes Axtbeil, habe ich irgendwie auch nichts gefunden, ne? Ja. Könnte ich jetzt anfangen, unzufrieden zu sein. Also, aber macht halt, glaube ich, keinen Sinn. Deswegen Pause machen und dann weiter geht's. Oh, das ist schön. Ah. Es war ein bisschen dunkel. Wenn es schon gleich Nacht wird, das Karabiner, das kenne ich doch. Vielleicht kann man da mal eine Jahreszahl erkennen, später zu Hause. Ich habe kein Licht, doch ich habe es im Rucksack, aber ich bin zu faul, aber bitte helft mir. Was ist das Krasses? Der ist riesig, schaut meine Hand an. Ein riesiger Pilz. Der ist so riesig, größer wie meine Hand. Puh, ich will ihn gar nicht anlangen. Kann man den essen? Ist das ein Parasol? Ich würde niemals essen, er sieht giftig aus. Boah, jetzt habe ich Kreislauf. Was wollte ich ja noch zeigen? Wenigstens irgendwas. Ja, ich bin schlau. Ich habe mir gedacht, ich gehe einfach wieder zurück zur Wiese. Hier ist es heller. Noch länger. Hier ist ein Signal. Und hier ist eins. Beide scheppern ohne Ende in meinen Kopfhörer. So hatte ich diese Euro-Münzen in Erinnerung. Schauen wir mal. Fachmännisch mit meinem neuen Spaten. Überkinger. Ist es Überkinger? Nee. Abel Holzner. Super. Na gut, machen wir noch das andere. Ist wahrscheinlich dann genau das gleiche. Ich glaube, die haben da hinten Esel oder so. Da machen Leute Geräusche. Jetzt habe ich schon wieder nicht so viel Freude, weil wo eine Flasche getrunken wurde, wurden zwei getrunken und hier ist die Chance sehr groß, dass hier einfach ausgeschenkt wurde mal. Schauen wir mal. Aber es war eigentlich klar, gell? Es war eigentlich klar. Adolf Holzner
Die zweite. So, jetzt gehe ich einen Meter von hier weg. Bin ich der allerholzener Müllsammler hier. Ja, da überlege ich, nehme ich auf, nehme ich nicht auf. Hört sich komisch an, aber es ist ja wurscht, das ist eh gleich dunkel. Ich habe mich getäuscht. Aha. Man kann nicht jedem helfen. Ja, es ist wie beim Schlachtfeld an den Verletzten. Bevor ich mich jetzt hier ärgere, wenn es gleich dunkel ist, gehen wir noch ein Tage zusammen ab. Das könnte ja auch ein Signal sagen. Das muss ja nicht immer so englisch sein. Aber ich scheiße natürlich drauf. Oh, das ist wieder heller. Bin ich jetzt nicht 100% davon überzeugt, aber es scheint nicht tief zu sein. Das ist nämlich die Lautstärke so ein bisschen. So. Spannung steigt. Oder auch nicht. Ja, hier drüben. Aha, ich hab da hier schon was. Ja, super. Super. Das kann natürlich überall her sein, so vom Zaun. Total von Arsch. Na egal, nehmen wir wieder ziemlich laut. Ich weiß, die Kamera ist gar nicht gut eingestellt, aber ich sitze praktisch schon für die Bodenperspektive. Ich gehe also gleich zu Boden. Schau mal. Was bist du? Ta-da-da-da. Oh Gott, das ist Bärenmarke. Es ist ein Deckel. Kurz hätte ich schon gedacht, das ist was Cooles. Aber es ist Müll. Dieses Signal hier schreit mir wie ins Ohr. Das war bis jetzt kein gutes Zeichen. Okay, Messertime. Ruhe. Bin ich natürlich. Ach, krass, Messertime. Geil. Ein fettes Schwitzer Taschenmesser. Und so wie ich das sehe, ist es doch aus Edelstahl, oder? Das heißt, das kriege ich doch wieder gecleanst. Was ist das hier? Camping. Yeah. Messertime. Messertime, Messertime. Ich glaube, das ist mein coolster Fund. Hat auf jeden Fall einen Wert. Mache ich sauber. Steche ich auf eBay. Nee, behalte ich. Sowas habe ich nicht. Zu spät angemacht. Es hat sich so doof angehört. 10 Cent. Jetzt bin ich schon mal 30 Cent, 1 Euro. Und Victorinox Camping Version. Das kann auch weiter aufgehen. Geil. Man sieht. Ich kann es euch versuchen, mit dem Pinpointer kurz anzuleuchten. Das sind 2 Euro, erkenne ich an der Größe. Und am Sound. Gut, 2,30 Euro. Ich befürchte, ich mache jetzt einfach noch so weit, wie es geht. Und scheiß jetzt auf die Kamera, weil ihr könnt eh nichts mehr sehen. Und wenn ich noch was finde, dann gibt es halt noch zu Hause als Überraschung.